Theatergeschichte als solches in Raro kann man nachverfolgen, dass 1478 bereits Aufführungen waren hier. Und zwar Aufführungen von Wild Thomas. Und die haben, lange hat man die immer gespielt und plötzlich gibt es einen Licker, der praktisch keine Theatertätigkeit mehr war, ist hier in Raro. Und die grosse Wende ist durchaus 1909, wo der Pfarrer Concina ist gewählt wurde als Pfarrer von Raro. Und das war wirklich ein Theaternarr im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat schon gemerkt, jetzt lebt das Dorf für das grosse Event, das da auf das Dorf zukommt. Die Dorfbrunnen, alles schön verziert mit den heiligen Figuren drauf, das findet man nur im Dorf Raro, sonst nirgends. Salzgeber Schmid hatte die Gelegenheit, eine Aufführung von der Passionsspiele in Oberammergau zu besuchen. Er ist hier zurückgekommen und dann hat er mit seinem Bruder, mit Hermann, gesagt, weißt du was, das wäre etwas für die Tragenbühne. Und dann sind wir dir nach Möglichkeit immer wieder Mysteriospiele machen, das Leiden Christi. Und das war eigentlich der grosse Durchbruch des Theaters für Raro. Und zwar berühmt über die Kantonsgrenze uns. Die Zuschauer sind hier, in rauen Scharen sind die hier auf das Raro gekommen. Es war sogar so weit, dass man bei Aufführungen der Schnellzug Brieg Lausanne hat in Raro einen speziellen Halt gemacht für die Zuschauer von der Passionsspiele in Raro. Wenn sie die Hintergründe gemacht haben, hat man hier in der Theaterhalle die auf der Bühne und dann hat man da dazu mal noch im Jugendstil malen. Es hat bewirkt, dass in anderen Dörfern, wo Jahrzehnte kein Theater mehr war, die gesagt haben, ja, die haben Erfolg gehabt, probieren wir doch hin. Das geht aber nicht mehr auf mein Konto! Der Professor Albert Carlo schreibt in seinem Buch die Geschichten des Theaters aus dem Oberwallis. Man hätte nie gedacht, dass Raron das Theaterdorf par excellence im Oberwallis wird.